Tja, sie haben uns geschnappt. Naja, zumindest liegt hier Teppichboden in der Zelle. Uns von diesen Hirnis fangen zu lassen, war wirklich doof. Eine Zelle mit Teppich ist mehr, als wir verdient hätten. Nein, nein, uns fangen zu lassen, war nur fast doof. Ihnen zu erlauben, unsere Sachen im Safe einzuschließen, das war wirklich doof. Wir sitzen im Kerker ohne unsere Klamotten. Wir sind verloren. Keine Angst, Flachs. Ich hole uns hier in 0, nix raus. Ja, leider müssen wir uns da... nix? Hilf mir nur, einen Plan zu schmieden. Ja, leider müssen wir da... ja. Man drückt keine unterschiedlichen Tasten. Das ist eigenartig. Zu und abgeschlossen. Zu und abgeschlossen. Die haben ja leider auch kein Schlagloch oder sowas. Ich vermute, das zeigt die Restdauer unserer Haftstrafe an. Auch sehr interessant. Er kann ja noch so alles versuchen. Ja. Mal gucken. Ja. Das Doofe ist allerdings, wenn wir verhaftet werden, müssen wir unser Inventar aus dem Safe rausholen. Und das will ich beileibe nicht machen. Deshalb lade ich das Ding jetzt nochmal, nehme das tragbare Loch mit. Dieses Ding kann uns... warte mal. Ach, nur vor... das kennen wir ja schon. Nehmen wir das tragbare Loch mit. Gehen wir nochmal zurück zum Übelland. Dann benutzen wir es nochmal mit dem Schlagloch. Wir müssen da wirklich sehr flott sein. Und dann können wir nochmal die ganzen Dialoge ignorieren. So. Und dann nochmal reingehopst. Und hoppala, sind wir jetzt wieder in der anderen Dimension. So, hier ging es ins Übelland. Hier ging es nach Niedlingen. Wir haben es weg. So, das kennen wir ja schon. Dann würde ich hier nochmal speichern. So. Und dann nochmal rein in den Kostümverleih. Ich glaube, das Video kennen wir dann auch schon. So. So. Ah ne, wir können... da rein. Umkleidekabine. Verstecken. So. Ja. Los, bewegt euch, sie können noch nicht weit sein. So, haben wir Glück gehabt. Puh, das war für meinen Geschmack etwas zu knapp. Ach wirklich? Ganz schön klein, diese Umkleidekabinen. Wäre tierisch eng geworden, wenn sich diese Typen hier auch noch reingequetscht hätten. Seufz. Okay, speichern wir nochmal. Weil ich denke mal, da muss man echt sehr flott sein. So, jetzt können wir endlich weitermachen. Genau, jetzt nutzen wir erstmal die Spieluhr. Ein ruhiges Gewissen ist ein sattes Stempelkissen. Ich bin sicher, das ist nur ganz schwach illegal. Aber nur ganz schwach. So. Jetzt haben wir ja angeblich einen Stempel von dem König. Und damit das Gamer geben, übergeben wir jetzt der Mitschnitt. Der König möchte, dass wir jetzt seinen Gutschein einlösen. Schau, Mama! Der Gutschein ist abgestempelt. Cool! Na denn? Okay, also erstmal bekommen Sie das Gratisgeschenk. Sie meinen, ein umsonst ausgeliehenes Kostüm? Nein, ich meine sein Werbegeschenk. Ach so. Hier haben wir es. Das ist ein Fliegenanzug. Ja. Er hat sich als Verleihkostüm irgendwie nicht so recht durchsetzen können. Hier will einfach niemand wie eine Fliege aussehen, schätze ich. Aber ich dachte, vielleicht mag es der König ja. So irgendwie als Zeichen des Respekts für seine Arbeit und so. Großartige Idee. Ich kann's kaum erwarten, ihm den Anzug zu zeigen. Und vergessen Sie irgendwie sein gratis Verleihkostüm nicht. Sucht König Nick denn irgendwas Bestimmtes? Wir werden es erkennen, wenn wir es sehen. Okay, nehmen Sie irgendwie einfach, was Sie wollen. Was sollen wir da überhaupt nehmen? Ein Tütü?
Ein Holzfällanzug, ein Häschenanzug, ein Hofnarrenkostüm, ein Weihnachtskostüm, ein Harlekin-Kostüm, ein Clownskostüm, eine Polizeiuniform, ein Raumanzug, ein Pyjama, ein Wikingerkostüm und eine Robe des Bischofs. Und wir sollen das Harlekin-Kostüm nehmen. Einen Moment noch. Hier, bitte. Viel Spaß damit, okay? Okay. Na denn, da haben wir was bekommen. Ein Harlekin-Kostüm. Ein Harlekin-Kostüm. Da ist ein Fehler. Ein Harlekin-Kostüm. Er sagt Harlekin-Kostüm, aber das, die Schrift da oben ist falsch. Ein wirklich abstoßendes Fliegenkostüm. Komplett mit großen Glubschaugen, ledernen Flügeln und klebrigen Saugnäpfen an den Füßen. Auch niedlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der beim Kostümverleih als Fliege rumgelaufen ist. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, jetzt müssen wir der guten Miss Schnitt noch ein Buch übergeben. Ach ja, das war das hier, genau. Na denn. Hätten Sie was dagegen, die Bücher zu tauschen? Die Paarungsrituale des übelierten Waldeichhörnchens. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Gib's doch nicht. Gib's. Was für ein absolut cooles Buch. Ganz, ganz vielen Dank. Also ich weiß nicht, einerseits halte ich die mit Schnitt ein bisschen für bescheuert, aber auch ein bisschen für intelligent. Enigma. Ein Buch voller unlösbarer Paradoxe und Rätsel. Tja, sehr schön. Speichern wäre auch mal ganz angebracht, weil ich fühle mich seit dem letzten Absturz so unsicher bei dem Spiel. Obwohl es ist bisher noch nicht einmal abgeschmiert, das ist gut. Dann gehen wir jetzt zur... Ja, wir sollen jetzt zur Fütterscheuche gehen. Obwohl in der Lösung steht Vogelscheuche. Das deprimierende Häschen ist immer noch da. Die Musik, bedrohlich. Viele Musiktitel in dem Spiel haben mich übrigens an... da gehe ich nie wieder rein. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann wieder da reingehen. Ein paar Musiktitel haben mich wirklich an SpongeBob erinnert. Aber das Spiel erschien ja vor SpongeBob. Weit vor SpongeBob. So, die Fütterscheuche. Was sollen wir denn da so Schönes geben, das... Ein Harlekin-Kostüm. Harlekin-Kostüm, nicht die Robe des Bischofs. Ich glaube, wir haben das Richtige für dich gefunden. Ach, schön, schön, schön. Ja. Na klasse. Oh. Ich will mal nicht hoffen, dass er tot ist. Oh nein. Schau dir bloß die Fütterscheuche an. Das ist ja schrecklich. Genau. Nach all der Mühe ist das Kostüm völlig ruiniert. Na gut, ich denke mal, mit der Vogelscheuche können wir uns jetzt nicht mehr unterhalten. Das ist auch wirklich eine Vogelscheuche. Sieht etwa so nett aus wie ein Kampfhund mit Zahnschmerzen. Also sowas will ich einem auch nicht begegnen. Was für eine Katastrophe. Ja, alles ist jetzt hier eine Katastrophe. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß leider nicht, welcher Weg zum Übelland kürzer ist. Ich glaube aber, der hier ist kürzer.
Hier ist noch alles schön friedlich. Aber langsam wird alles übelisiert. So, ein flüssiger Übergang. Das Übelland und zur Wolfshöhle wollen wir ganz sicher nicht mehr hin. Mal gucken, was wir da jetzt machen können. So, dann müssen wir uns mal den Mantel überziehen. Der hässliche Mantel der Fütterscheuche. Na denn, zieh dich mal um. Huch! Du glaubst doch nicht, dass dieser Mantel die korrekte Bekleidung für Seedys Club ist. Da gibt's nur einen Weg, das herauszufinden. Probieren geht aber studieren. Ich hatte gedacht, die Klamotte läuft uns da weg. Abend, Ma'am. Hört auf zu flirten, ihr Früchtchen. Sonst trete ich euch die Innereien aus der Haut und nähe sie mir zum Karnevalskostüm um. Von allen Spelunken in allen Städten auf der ganzen Welt müssen wir ausgerechnet in ihre stolpern. Jo, wir sind reingekommen. Tja, allerhand los. Aber genau in diesem Moment. Natürlich sollten wir diese Gegend durchsuchen. Die Flüchtlinge könnten sich ja sogar hier verstecken, mitten vor unserer eigenen Nase. Verdammt, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Das würden wir doch riechen, oder? Vielleicht haben sie sich sogar in Seedys Club versteckt. Und los. Oh oh, Schlägeralarm. Verdammt, wo sollen wir hin? Wir sind verloren. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Nicht. Wir könnten immer noch, Flax, du bist zu leise. Wohin, 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 wohin? Na, ich glaube, wir laufen hin. Ausbrecher, schnappt sie euch. Verdammt. Ja. Naja, zumindest liegt hier Teppichboden in der Zelle. Uns von diesen Hirnis fangen zu lassen, war wirklich doof. Eine Zelle mit Teppich ist mehr, als wir verdient hätten. Nein, nein! Uns fangen zu lassen, war nur fast doof. Ihnen zu erlauben, unsere Sachen im Safe einzuschließen, das war wirklich doof. Wir sitzen im Kerker ohne unsere Klamotten. Wir sind verloren. Keine Angst, Flax. Ich hole uns hier in 0, nix raus. 0, nix? Hilf mir nur, einen Plan zu schmieden. Ach, das ist immer so doof. Okay, ja. So, wir sollen uns so, wir sollen so lange über den Teppichboden laufen, dass wir aufgeladen zu sind. Und abgeschlossen. Das waren wir vorhin. Und da sollte das Ding eigentlich aufgehen. So, warte mal. Zu und abgeschlossen. Ah, okay. Hui! Du bist ja geladen wie ein Müllwagen hinter dem Karnevalszug. Darf ich dich Funkenmariechen nennen? So, aber das Ding lässt uns immer noch nicht durch. Die Tage, bis mal abzusitzen hat, verringern sich dann auf der Anzeige. Das Ganze so oft wiederholen, bis die Anzeige auf dem Müll steht. Okay. Probieren wir einfach mal. Jetzt waren wir nicht aufgeladen. Also, das ist eigentlich ein extrem bescheuertes Gefängnis. Die mit einem Teppich auszustatten, wo wir aufgeladen sind. Und vor allen Dingen dann noch im Safe unsere Sachen aufzubewahren. Die wir aber wieder mit so einem beschissenen Puzzle lösen müssen. So. Mal Kugelblitzblock schlägt wieder zu. Kugelblitz, genau. So, jetzt nochmal wieder hin und her laufen. Du hörst ja schon an der Maus, dass ich hier dauernd hin und her laufe. So. Volle Ladung. So, noch einmal, dann dürfte der Rest Knastometer auf Null sein. Ich hoffe mal, die stellen die nicht nochmal wieder um und suchen dann nach uns. Weil das möchte ich nicht nochmal erleben. Zu und abgeschlossen. Nein, 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 nein.
So. Noch einmal. Noch einmal müssen wir noch. Ich dachte, vorher war schon das letzte Mal. Letzter Malblock. Komm, komm, komm. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, null. Wir können raus. Gute Arbeit mal. Und schau nur. Dein Haar hat ganz neue Fülle bekommen. Ja, auch wenn man das gar nicht sieht. So, jetzt können wir aus dem Gefängnis raus. So ist das also getrennt.